Hallo Nosy Rosy Zuschauer, Abonnenten und weiß der Geier was. Ja. 24. Januar 2011, Montag. Wir starten die Woche mit guter Laune. Ich versuche es zumindest. Ja, letzte Woche haben ganz viele Leute an mich gedacht. Dafür voll lieben Dank für die ganzen Glückwünsche, E-Mails, Videos und Kommentare, Facebook, MeinVZ, in meinem E-Mail-Postfach. Es hat mich, ehrlich gesagt, umgehauen, wie viele Leute an mich gedacht haben, dass ich abends total high ins Bett gegangen bin. Also ich war wirklich total überwältigt von den ganzen, ja, von euch allen. Und es tut mir leid, wenn ich nicht allen zurückgeschrieben habe und auf alles eingegangen bin, weil irgendwann war es zu viel. Ich bin dann abends um 11 ins Bett gegangen, wollte zwar noch E-Mails beantworten, aber war fix und alle. Und ja, und im Moment bin ich ein bisschen faul. Ja, jetzt kommen wir zum Nosy Rosy Thema. Das ist diese Woche nicht so mein Ding. Also Websites mit lesbischem Inhalt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Für mich ist das Internet irgendwie so, ja, klar, ich bin hier auf YouTube, ich bin im Internet präsent, aber ich bin so nicht so in den Internetforen und was dieses ganze Facebook, MeinVZ und so betrifft, da bin ich eher so ein bisschen, naja, ich habe mich da angemeldet, um halt jetzt, keine Ahnung, mich mit anderen Leuten, also mit Freunden und so, aber ich finde es echt irgendwie zu übertrieben und kann mich da wirklich gar nicht, also nicht wirklich mit anfreunden. Meistens bin ich auf Facebook oder MeinVZ aus Langeweile oder aus Pflicht halt meinen Freunden zurückzuschreiben. Und eine Zeit lang habe ich, es gibt ja zum Beispiel im MeinVZ auch und im, ja, also VZ, alle VZ, was gibt es ja mittlerweile mehr, ne? Da kann ja jeder eine Gruppe eröffnen. Und ich bin so bei einigen, also hab da mal so geguckt, so Lesben NRW kann man zum Beispiel finden. Also eigentlich musst du nur irgendwie einen Suchbegriff eingeben, der mit lesbisch zu tun hat. Und schon findest du zig Gruppen, wo sich welche zusammensetzen und diskutieren. Also es gibt Bi-Gruppen, transsexuelle und reine lesbischen Gruppen, also nur Singles, also da darfst du nur rein, wenn du Single bist. Oder wenn du geschieden bist und jetzt lesbisch bist, also wenn du vorher einen Mann hattest, geschieden und dann jetzt aber lesbisch. Es gibt eigentlich für jeden Bereich etwas. Deswegen ist mittlerweile, ist es eine gute Abwechslung zu Lesarion. Ja, die Leute, die es nicht wissen, Lesarion ist eine riesengroße, ja, ich würde es schon recht groß sagen, und eine der ersten lesbischen Webseiten, also mit einem riesen Forum, wo man sich, oder auch mit Suchfunktionen, dass man halt Lesben in seiner Umgebung trifft, dass man dort Kontakte knüpfen kann. Das war eigentlich so meine erste Website, also wo ich mich angemeldet habe und auch geschrieben habe. Aber da meine Rechtschreibung ja was für ein Arsch ist, also wenn die Leute mich also lesen, was ich geschrieben habe, denken die, ich bin struppendoof. Weil ich irgendwie, bei mir fehlen da irgendwelche Gehirnsynapsen oder wie man das nennt. Ich kann absolut keine Rechtschreibung. Deswegen auch der Grund, warum ich im Internet nicht so gerne schreibe und nicht gerne Forum und, und. Ja, deswegen habe ich auch nie wirklich Kontakte über Lesarion oder so geknüpft, weil es halt schwierig ist. Auch meistens ist es ja nicht auch so, man schreibt dreimal, ja, was machst du so, ja, ich arbeite dies und jenes und bist du Single, ja, und ne, man checkt so die ersten Fragen ab und man kommt nicht richtig in Kontakt. Wenn ich aber jetzt was zum Beispiel für euch recherchiere im Google, da komme ich auch schon mal auf die ein oder andere Seite. Was ich allerdings nicht so gut finde, die meisten Seiten sind so, die schreiben zwar sehr informative Texte, aber ich meine, es ist was anderes, wenn da jemand einen Text schreibt, der so ganz hochgestochen ist, sachlich, ohne Pep und ohne Spaß an der Sache, ist es für 13, 14, 15, 16-Jährige schon schwierig. Die haben natürlich eine ganz andere Sprache und wollen natürlich nicht so einen trockenen Text lesen. Deswegen finde ich die meisten Seiten auch nicht so interessant.
auch die ganzen lesbischen Vereine. Ich finde es da immer sehr schwer, die Texte zu lesen, mir das rauszupicken, was ich brauche. Ja, also das muss eigentlich jeder für sich selbst finden. Ich habe noch keine Internetseite gefunden von Lesben für Lesben oder auch jetzt ganz allgemein homosexuelle Internetseiten, die mich wirklich sofort angesprochen haben vom, vom Design, von der Textgestaltung. Ich finde es immer sehr trocken. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, auf YouTube gekommen. Damals habe ich Videos gesucht, auch über lesbische Themen und so, und es gab kaum was. Also ich muss schon ein bisschen mehr was haben, was ein bisschen lustiger aufgebaut ist, was einfach so, kennt ihr so Politikdeutsch? Ja, und die meisten Seiten sind so aufgebaut, dass man manchmal überhaupt nicht versteht, was die dort schreiben, weil es mit Paragraphen und super Fachwörtern sind. Die Fachwörter sind zum Beispiel nicht erklärt. Zum Beispiel wissen viele nun mal nicht, was ist jetzt transsexuell oder was ist eine Butch oder was ist eine Femme. Und das ist dann schon schwierig für Mädels, die gerade sich mit dem, also die sich gerade so damit beschäftigen, überhaupt die Texte zu verstehen zu können. Und was bringt einer 14-Jährigen, sage ich mal, das, wenn da Paragraphen einem um die Ohren gehauen werden? Das will sie ja gar nicht wissen. Das heißt, wenn ihr eine Seite habt, die wirklich mal locker flockig geschrieben ist und die wirklich auch mal kunterbunt gestaltet wo also ist, dann schickt sie mir, ich verlinke sie dann zusätzlich hier. Ich werde jetzt heute einfach die Seiten, die mir noch einigermaßen gut gefallen, hier unten in der Infobox verlinken. Ja, aber ansonsten bin ich in der Hinsicht doch sehr, ja, nicht so der Internetfreak. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, ne? Ja, das war es zum heutigen Thema. Nicht so informativ, ich weiß. Ich hatte letzte Woche ja schon das Video für heute gemacht. Ich habe es aber gelöscht, weil es genauso scheiße ist wie das jetzt wahrscheinlich. Aber egal. Ja, weiterhin, ich wollte nochmal aufrufen. Wir haben ja jetzt über 1000 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr in unser Forum kommt und mal so ein bisschen mehr schreibt, was ihr so meint, und dass es auch ein bisschen lustiger wird in dem Forum, dass man einfach auch mal einen Kaffeeklatsch machen kann, sich über andere Themen austauscht als, weiß ich nicht. Also es muss ja nicht immer problembeladen sein. Versteht ihr, was ich meine? Mal ein bisschen was Lustiges, was ein bisschen was Freudiges, so. Das wär schön, wenn also unser Forum jetzt ein bisschen mehr von euch genutzt wird. Denn die Jen hat das ja wunderbar aufgebaut und jetzt auch umstrukturiert für euch. Und jetzt könnt ihr eintreten in unserem Club. Nö? Ja, dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. Da haben wir dann wieder noch ein viel besseres Thema. Wobei ich mir dann ganz genau überlegen muss, was ich sagen soll, weil meine Exen nämlich auch ab und zu mal die Videos hier gucken. Und ja, das ist dann schon wieder ein bisschen. Vielleicht setze ich auch einfach mal aus. Ich mache mal so 4 Wochen Urlaub in der Karibik. Nö? Ja, mir ist klar. So, danke nochmal. Danke, 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 ganz viel danke. Und viel Spaß im Internet beim Surfen. Bis bald.